Hossa Internet, ich bin wieder da, noch ein bisschen stimmlich angeschlagen, aber es gibt heute wieder News und es geht los mit dem Schnäppchenmontag. Wie wär's zum Beispiel mit Minecraft Story Mode für die Xbox 360 für nur 100 Euro? Das ist kein Scherz, ist wirklich gerade so, wenn ihr im Xbox 360 Marktplatz guckt nach Minecraft Story Mode, dem Spiel von Telltale, da kostet jede einzelne Episode momentan 100 Euro und das ist volle Absicht. Wie kann das passieren? Das Ganze hat einen kuriosen Grund. Ihr wisst vielleicht, dass es dem Entwickler Telltale nicht mehr so gut geht. Die mussten dicht machen und deshalb verschwinden jetzt nach und nach aus den unterschiedlichsten digitalen Marktplätzen deren Spiele. So auch Minecraft Story Mode. Nur bei der Xbox 360 hat das Ganze wohl einen besonderen technischen Grund, dass das Spiel jetzt für 100 Euro da drin ist. Da schreibt nämlich der offizielle Support über die Facebook-Seite von Minecraft Story Mode, dass man nicht einfach Minecraft Story Mode entfernen konnte, also die Listen aus dem ganzen Angebot, denn dann hätten ja all die Leute, die das Spiel schon gekauft haben, diese Episoden nicht mehr herunterladen können für den kurzen Zeitraum, für die sie noch angeboten werden. Und der einzige andere Weg, das hinzukriegen, war also, die Spiele nochmal reinzustellen, aber für einen unglaublich hohen Preis, um alle davon abzuschrecken, die nochmal zu kaufen. Das heißt, bitte kauft die nicht, das ist also kein Scherzangebot, ihr kriegt dann wirklich da auch 100 Euro abgezogen, wenn ihr das kauft für das Geld. Und das ist nur ein kurzer Spaß, denn zum 25. Juni verschwindet Minecraft Story Mode aus allen digitalen Marktplätzen. Das heißt, das ist jetzt die letzte Gelegenheit, das nochmal runterzuladen, aber bitte nicht für 100 Euro. Während der E3 haben wir gehört, dass Microsoft ein neues Studio eingekauft hat, nämlich Double Fine. Was sie aber während der E3 nicht so groß breitgetreten haben, ist, dass Microsoft noch ein zweites Studio gegründet hat und das kümmert sich voll und ganz um Age of Empires. Angeführt werden soll das von der Branchenveteranin Shannon Loftus. Nur was genau dieses neue Age of Empires Studio entwickelt, das ist momentan noch großes Rätselraten, denn Age of Empires 2 in der Definitive Edition, das kommt wieder von Forgotten Empires, dem gleichen Studio, das auch schon die Definitive Edition von Teil 1 gemacht hat, und Age of Empires 4 erscheint den letzten Informationen zufolge nach von Relic, die arbeiten da immerhin noch weiter dran. Von diesem Spiel haben wir während der E3 nichts gesehen, aber immerhin hat Xbox-Chef Phil Spencer im Interview erklärt, dass das Projekt große Fortschritte mache. Wollen wir mal hoffen, dass es das dann zur Gamescom gibt. Together. We have battled through history. Verwirrung um Last of Us Part 2, denn da ist am Wochenende das Gerücht aufgekommen, das Spiel würde im Februar 2020 erscheinen und das hat nicht irgendwer in die Welt gesetzt, sondern immerhin die Hauptdarstellerin Ashley Johnson. Die hat nämlich auf Instagram TV ein Interview gemacht und da fängt sie an, auf die Frage, wann erscheint denn das Spiel, zu sagen, es erscheint im und dann wird sie vom Moderator unterbrochen. Jetzt mutmaßen natürlich viele Leute, dass sie eigentlich February, also Februar, sagen wollte. Hat sie aber vielleicht gar nicht mit Absicht gemacht, denn hinterher kommt dann raus, das Ganze soll nur ein Spaß gewesen sein. Ashley Johnson sagt, sie hat da nur einen Scherz gemacht. Sie würde ja auch in der Vergangenheit schon immer behauptet haben, das Spiel erscheint entweder am 32. Oktober oder aber am 31. Februar. Könnt ihr euch also ausrechnen, wie wahrheitsgemäß diese Angaben sind. Es bleibt also weiterhin spannend, wann The Last of Us Part 2 erscheint, denn den offiziellen Release-Termin, den gibt es bis heute nicht. When's it come out, by the way? I keep writing on your Instagram. Every time you post a photo. Vergangene Woche hatte die Spielebranche und die Fachpresse nur Augen für Los Angeles und die E3 und währenddessen hat es bei Amazon Game Studios gekracht. Da gab es nämlich Massenentlassungen. Das berichtet das Magazin Kotaku und schreibt, dass dort Dutzende Entwickler ihren Job verloren haben und außerdem ein noch geheimes Spieleprojekt eingestampft wurde. Das mit dem Spieleprojekt hat Amazon dann auch bestätigt, wollte auf Nachfrage aber nicht sagen, wie viele Stellen von diesen Kürzungen betroffen sind. Immerhin dürfen alle, die von diesen Kürzungen betroffen sind, innerhalb von 60 Tagen in der Amazon-Unternehmensfamilie eine neue Stelle antreten. Das heißt, die Leute werden wenigstens nicht einfach so auf die Straße geschmissen, sondern haben nochmal die Option, irgendwo anders unterzukommen. Was dieses Spiel ist, das eingestampft wurde, das wissen wir nicht. Amazon sagt aber, man möchte sich auf zwei andere Spieleprojekte konzentrieren, nämlich Crucible und New World. Da sollen also jetzt alle Ressourcen drauffliegen. Der bisherige Lauf von Amazon Game Studios ist nicht besonders spektakulär gewesen, denn da ist ja eigentlich nur das Fun-Sportspiel Breakaway erschienen und das ist nicht so wirklich erschienen, sondern wurde vorher schon wieder eingestampft.
Apropos eingestampft, denn um ein Haar hätte es den Welthit Fortnite nie gegeben. Das erklärt zumindest jetzt der Gears of War 5 Chefentwickler Rod Ferguson im Gespräch mit den Kollegen von Game Informer. Der war nämlich vor seiner Zeit bei Microsoft bei Epic Games tätig als Director of Production und das heißt, dass er darüber entschieden hat, welche Spiele weiterentwickelt werden und welche Projekte eingestampft werden, weil sie zu viel Zeit und Geld kosten und er muss wohl eigenen Aussagen nach gleich mehrmals versucht haben, Fortnite den Gar auszumachen, weil er für das Spiel keine Perspektive am Markt gesehen hat. Aber ich gebe zu bedenken, damals war das auch noch nicht mit dem jetzt Welterfolg Battle Royale Modus, sondern mit dem Save the World Spieltyp, also diesem PvE Spieltyp. Und für den hatte Ferguson damals keine großen Aussichten gesehen. Aber es sollte letztlich nicht seine Entscheidung bleiben, denn bevor da überhaupt irgendwas final verabschiedet werden konnte, hat sich erstmal Rod Ferguson verabschiedet. Der ist dann zu 2K Games gegangen, um Bioshock Infinite fertig zu machen und danach zu Microsoft, um diverse Gears of War Spiele fertig zu entwickeln. Glück gehabt, Fortnite. Aside from the part where we almost died, that was amazing. Hey, don't mention it. It's all in a night's work. Es ist nicht nur Schnäppchen-Montag, sondern auch Release-Montag, denn ich möchte euch die Spieleerscheinungen für PC und Konsole der kommenden Woche bekannt geben. Diese Woche vom 17. bis zum 23. Juni und den Anfang macht Bloodstained Ritual of the Night. Das ist ja die Fortsetzung im Geiste zu Castlevania und die erscheint am 18.06., also am Dienstag, für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Für die Nintendo Switch gibt es das Spiel dann erst nächste Woche. Ebenfalls am 18. erscheint Citizens of Space, ein RPG für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch. Und am gleichen Tag kommt dann die Konsolenversion von Another Side, einem Steampunk-Action-RPG, das im vergangenen Jahr schon für den PC erschienen ist. Das gibt es am 18.06. für PS4 und Xbox One. Am 20.06. erscheint dann Steel Division 2, ein echtes Strategiespiel im Zweiten Weltkrieg von Eugen Systems. Wie gesagt, am 20.06., also am Donnerstag für den PC. Am gleichen Tag kommt dann auch für den PC und die Nintendo Switch My Friend Pedro, ein 2D-Action-Spiel, in dem man coole Shootouts im Stil von Matrix, Max Payne oder John Wick absolvieren kann. Am Freitag, den 21. erscheint dann die Sims 4 Erweiterung Inselleben und dreimal dürft ihr raten, wo die Sims in dieser Erweiterung leben. Das erscheint, wie gesagt, für den PC am 21. Im Juli kommt es dann auch auf die Konsole. Und zu guter Letzt erscheint am 21. ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch die Fun-Raserei Crash Team Racing Nitro Fueled. Das war's für heute mit den News. Die nächste Ausgabe gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen.